Willkommen zum zweiten Teil des EKG-Crashkurses auf Medikalich. In diesem Video wollen wir den normalen Sinusrhythmus sowie einige Abweichungen von diesem besprechen. Der normale Sinusrhythmus erfüllt einige wichtige Kriterien, welche stets bei der Befundung beachtet werden sollten. Zunächst gilt es, dass die Vorhöfe regelmäßig vom Sinusknoten erregt werden. Dies zeigt sich im EKG, wie wir bereits in Teil 1 besprochen hatten, durch regelmäßige sowie normal konfigurierte P-Wellen, die unter 100 Millisekunden andauern und halbkreisförmig ausschauen. Dieser Vorhoferregung schließt sich beim Herzgesunden immer ein QRS-Komplex an. Das nächste Kriterium ist ein wenig komplexer zu begreifen. Die PP-Intervalle dürfen beim normalen Sinusrhythmus nicht zu sehr voneinander abweichen. Das heißt, die Differenz zwischen dem kürzesten und längsten PP-Intervall darf nicht größer als 120 Millisekunden betragen. Wird dieser Zeitwert dann doch überschritten, so sprechen wir hier von einer Sinusarrhythmie. Des Weiteren können wir anhand der Herzkontraktion pro Minute eine weitere Einteilung vornehmen. Schlägt das Herz im Sinusrhythmus mehr als 100 Mal pro Minute, so wird dies als Sinustachykardie bezeichnet. Dies muss nicht zwangsläufig pathologisch sein. Bei sportlicher Aktivität ist dies völlig physiologisch, sofern die Tachykardie im Rahmen bleibt. Gegenteiliges finden wir bei der Sinusbradykardie vor. Hier schlägt das Herz langsamer als gewöhnlich, nämlich weniger als 60 Mal pro Minute. Auch dies kann beispielsweise bei Sportlern aufgrund des erhöhten Ruhetones vollkommen normal sein. Bitte beachtet, dass hier die Referenzwerte in der Literatur teils schwanken. Einige sprechen erst von einer Sinusbradykardie, sofern die Herzfrequenz unter 50 Schlägen pro Minute liegt. Dennoch muss bei all diesen Formen ein Sinusrhythmus vorliegen, sodass wir hier von einer Sinusbradykardie oder Tachykardie sprechen können. Bei jungen Personen können wir in der Regel auch eine physiologische, respirationsbedingte Sinusarrhythmie vorfinden. Das heißt, beim Einatmen nimmt die Herzfrequenz zu und beim Ausatmen nimmt sie wieder ab. Nun stellt sich dem einen oder anderen womöglich die Frage, wie man denn anhand eines EKGs die Herzfrequenz bestimmen kann. Man sollte an dieser Stelle beachten, dass die Frequenz zwar nahezu immer vom EKG-Gerät selbst berechnet wird, diese aber nicht immer stimmen muss, insbesondere nicht bei Rhythmusstörungen. In jedem Fall ist dann das eigene EKG-Lineal gefragt. Zunächst müssen wir die Schreibgeschwindigkeit beachten. Diese beträgt in Deutschland und in unserem Beispiel typischerweise 25 mm pro Sekunde. Es existiert aber auch das andere Pendant mit 50 mm pro Sekunde. Nun müssen wir auf die entsprechende Zeile unseres Lineals schauen und den Pfeil exakt auf eine R-Zacke legen. Anschließend müssen wir je nach Vorgabe des Lineals einige R-Zacken abzählen. In unserem Beispiel verwenden wir die zweite Zeile des EKG-Lineals und zählen somit zwei weitere R-Zacken ab. Nun lässt sich die Frequenz ganz simpel ablesen. Hier beträgt sie etwa 70 Schläge pro Minute. Nun sind wir auch schon in der Thematik des sinoatrialen Blocks angelangt. Um dieses Blockbild gut verstehen zu können, müssen wir uns noch einmal das Erregungssystem des Herzens anschauen. Wir wissen bereits, dass die P-Welle Ausdruck der Vorhoferregung ist, nicht aber der Sinusknotenaktivität selbst. Diese lässt sich im EKG nämlich nicht direkt nachweisen. Natürlich wird der Vorhof durch den Sinusknoten erregt, allerdings können wir mit Hilfe unseres normalen EKG-Gerätes nur die elektrische Stimulation der Vorhöfe, also die Folge der Sinusaktivität, registrieren. Was unmittelbar im Sinusknoten passiert, bleibt uns erstmal verborgen. Somit wird auch verständlich, dass der sinoatriale Block ersten Grades, also der SA-Block Grad 1, der durch eine verzögerte Überleitung des Aktionspotentials vom Sinusknoten auf das Vorhofmyokard gekennzeichnet ist, im EKG nicht eingesehen werden kann. Denn es gilt ja, die Sinusaktivität und die Überleitungszeit auf die Vorhöfe wird im EKG nicht abgebildet. Der SA-Block zweiten Grades kann in zwei bzw. drei verschiedene Entitäten eingeteilt werden. Der Typ Wenckebach ist dadurch charakterisiert, dass es hier kontinuierlich zu einer Verkürzung der PP-Intervalle kommt, bis schließlich die Überleitung komplett unterbrochen wird. Dies wird im EKG durch eine Pause erkennbar, die aber kürzer als die beiden vorausgegangenen PP-Intervalle zusammen andauert. In dieser Pause fehlen verständlicherweise eine P-Welle, der QRS-Komplex und die T-Welle. Beim Typ Mobitz wird die sinoatriale Überleitung ganz plötzlich und ohne vorherige PP-Intervallsverkürzung komplett unterbrochen. Auch hier erfolgt eine
elektrische Pause der Vorhöfe ohne P-Welle. Bei der Sonderform jenen Typs wird beispielsweise nur noch jede zweite Sinusaktivität in den Vorhöfen erfasst. Auch hier erfolgt ständig eine Pause. Dies ist aber im EKG, sofern man denn nicht hinweisende Vorbefunde zur Hand hat, nicht von der Sinusbradykardie zu unterscheiden. Beim SA-Block dritten Grades kann der Sinusknoten die Vorhöfe überhaupt nicht mehr stimulieren. Dies kann sich aus folgendem Grund im EKG aber sehr unterschiedlich manifestieren. Sofern der Sinusknoten, aus welchem Grund auch immer, seine elektrische Schrittmacheraktivität einstellt oder aber seine Potenziale wie beim SA-Block dritten Grades nicht mehr erfasst werden, so dürfte das Herz logischerweise nicht mehr schlagen. Dies kann tatsächlich, insbesondere bei älteren Patienten, der Fall sein. Hier sehen wir dann im EKG keine Aktivität mehr. Der Patient hat keinen Puls. Doch oftmals tritt ein anderer Fall ein. Hier übernimmt der AV-Knoten die Schrittmacherfunktion, obgleich seine Frequenz etwas niedriger als die des Sinusknoten ist. Tatsächlich können aber auch andere Zentren, die noch weiter in der Peripherie als der AV-Knoten liegen, diese Schrittmacherfunktion übernehmen. Daraus resultiert dann auch das Bild im EKG. Als Faustregel dient hierbei, je distaler, also vom Sinusknoten entfernter, dieses Zentrum liegt, umso dekonfigurierter und breiter schauen die QRS-Komplexe aus. Hier sehen wir die entsprechenden Befunde im EKG. Im ersten Fall erkennen wir, dass die PP-Intervalle stets kürzer werden, bis letztlich eine Pause erfolgt. Dies entspricht dem SA-Block zweiten Grades, und zwar dem Typ Wenckebach. Im zweiten Beispiel fällt eine P-Welle trotz gleichbleibender PP-Intervalle aus. Dies bezeichnet man, wie wir es gerade besprochen hatten, als Mobitz-Periodik beim SA-Block zweiten Grades. Im nächsten Beispiel erkennen wir zwar relativ normal konfigurierte QRS-Komplexe, allerdings keine P-Wellen mehr. Hier muss also der AV-Knoten wahrscheinlich die Schrittmacherfunktion übernommen haben. An dieser Stelle sollte man allerdings beachten, dass dies verschiedene Ursachen haben kann. Entweder haben wir es mit einem SA-Block dritten Grades zu tun, oder aber der Sinusknoten selbst hat seine Aktivität aufgegeben. Letzteres wird als Sinusarrest bezeichnet. Der Sinusarrest und der SA-Block dritten Grades lassen sich durch ein einziges EKG also nicht sicher unterscheiden. In einigen Fällen kann der AV-Knoten sogar den Vorhof retrograd, also rückwärts, stimulieren. Dann versteckt sich die P-Welle hinter dem QRS-Komplex. Dies sollte nicht mit einer ST-Senkung verwechselt werden. Gut, nun sind wir auch schon beim AV-Block angelangt. Auch hier unterscheiden wir wieder verschiedene Grade. Dieses Mal ist jedoch auch der AV-Block ersten Grades im EKG zu diagnostizieren. Bei diesem ist das PQ-Intervall auf über 200 Millisekunden verlängert. Dennoch folgt hier jeder P-Welle ein QRS-Komplex. Bei AV-Blöcken liegt die Störung übrigens bei der Überleitung der elektrischen Erregung von den Vorhöfen auf die Kammern. Diese Leitungsstörung kann den AV-Knoten selbst oder aber auch noch weiter peripher liegende Leitungsbahnen betreffen. Beim AV-Block zweiten Grades unterscheiden wir erneut zwischen den Typen Wenckebach und Mobitz. Beim Typ Wenckebach wird das PQ-Intervall stets länger, bis schließlich ein QRS-Komplex komplett ausfällt. Beim Typ Mobitz fällt sporadisch ein QRS-Komplex aus, ohne dass es zu einer Verlängerung der PQ-Intervalle gekommen wäre. Ganz in Analogie zum SA-Block kommt es bei AV-Blöcken dritten Grades zu einer kompletten Störung der AV-Überleitung. Das heißt, die Vorhoferregung erreicht niemals die Herzkammern. Daraus resultieren im Extremfall P-Wellen, denen kein QRS-Komplex mehr folgt. Hämodynamisch gleicht dies dem Herzstillstand. Glücklicherweise kann auch hier das Herz oftmals einen Ersatzrhythmus aufbauen, der entsprechend der Lage im Herzen im EKG ganz verschieden ausschauen kann. Die Vorhöfe schlagen in hiesigem Fall allerdings vollkommen unabhängig von den Kammern. Auf dieser Folie sehen wir die dazugehörigen Beispiele. Im ersten Beispiel ist lediglich das PQ-Intervall auf mehr als 200 Millisekunden verlängert. Im zweiten Beispiel wird das PQ-Intervall stetig länger, bis letztlich ein QRS-Komplex ausfällt. Im dritten Beispiel fällt ein QRS-Komplex trotz gleichbleibender PQ-Zeit aus. Somit können wir relativ sicher die Diagnosen stellen. Das erste Beispiel entspricht einem AV-Block ersten Grades. Das zweite Beispiel symbolisiert einen AV-Block zweiten Grades vom Typ Wenckebach. Und das dritte Beispiel verdeutlicht das andere Pendant, also den Typ Mobitz.
Beim Typ Mobitz ist die PQ-Zeit übrigens auch oftmals, obgleich das Intervall gleich bleibt, auf mehr als 200 Millisekunden verlängert. Da der AV-Block dritten Grades ganz unterschiedlich ausschauen kann, ist es für einen Crashkurs nicht wirklich sinnvoll, alle möglichen Ausprägungen im EKG hier darzustellen. Beispielsweise könnte dieser folgend ausschauen. Man erkennt womöglich zwar P-Wellen, die aber zu den QRS-Komplexen des Ersatzzentrums keinen wirklichen Bezug haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Somit wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, dass ihr wenigstens nicht völlig gelangweilt wart. Bis dann!